Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der Tag der Tage, denn wir ziehen in unser Studio, beziehungsweise kriegen heute die Schlüssel für unser Studio. Und wir müssen jetzt auch heute all den Krams, den ich in meinem alten Studio in Krefeld hatte, nach Leipzig bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jonah, ich bin mir nicht sicher, ob der Kollege es dafür ausreicht. Ich auch nicht. Lass mal Auto wechseln. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Auf jeden Fall. Leider kein Crafter. Mann, die hatten nur einen Ford Transit. Aber das muss jetzt in dem Fall auch reichen. Und ich würde sagen, ich muss euch einfach mal was zeigen. Ich muss euch mal zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier gestern noch alles eingeladen. Wir haben die letzten Tage so viel gemacht. Ihr seht da oben, da ist das Studio komplett leer. Und jetzt ist alles hier drin. So sieht es aus, wenn man ein ganzes Studio in einem Umzugswagen hat sozusagen. Also ihr seht die ganzen Teile von der Traverse. Uff. Hier ist eine Softbox noch dazwischen. Da hinten ist das Kamera-Equipment. Ja, ziemlich leer. Alles nach Leipzig jetzt. Wo bleibt ihr? Social Distancing. Wir wollten halt nicht so nah an dir dran sein. Wollen wir vielleicht mal in unser Studio reingucken? Komm, schau mal, was ich hier habe. Mit Schlüssel. Willkommen im Studio. Alter. Digga. Ich hab's nicht so groß in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch überhaupt nicht. Was sollen wir hiermit machen? Ja, lass mal die Räume durchgucken, oder? Ein paar Ideen sammeln. Wir gehen in mein Zimmer. Digga, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich... Ah, da. Digga, das ist... Hier ist auch... Hier, erst... Hier kommt der Server rein. Hier ist der Serverraum. Also wenn ihr irgendwie andere Ideen dafür habt, dann könnt ihr es auch immer unten in die Kommentare schreiben. Wir werden ganz viele Fragen jetzt in den Raum schmeißen und keine Ahnung haben, wo irgendwas davon reinkommt. Aber wir fangen jetzt mit meinem Zimmer an. Wir haben nämlich gleich schon ausgelost, wer welches Zimmer bekommt. Und das wird hier mein Zimmer. Ey, es ist echt auch wirklich, also man muss dazu sagen, es ist echt größer, als es jetzt gerade auf Video aussieht. Also nur mal zur Erklärung so, das sind schon so 5 Meter breit. Ja, aber was soll ich hier reinmachen? Also wo soll ich was hinstellen? Vor allem, ich meine, das ist noch schlau. Ja. Genau, also hier würde ich so Softboxen und sowas vielleicht hinpacken oder Pakete. Ja, oder vielleicht auch ein Voice-Over-Raum. Ich meine, was halt das? Das ist übelst die gute Idee. Einfach alles hier mit Akustik-Schaumstoff voll und dann kannst du da drin die Voice-Over. Ja, oder wir können alle die Voice-Over aufnehmen. So, das ist ein zentraler Raum vom Studio, wo wir immer unsere Voice-Over aufnehmen. Finde ich sehr gut. Und ansonsten, was meinst du? Schreibtisch hier, da oder dort? Also ich denke, ein Schreibtisch hier wäre am coolsten. Und vielleicht sogar so ein bisschen ums Eck. Hier einen Ultra-Curve, vielleicht noch einen zweiten Monitor hier drüber. Ja, und dann so ein L-Monitor hier, ein L-Schreibtisch hier zu haben, das stelle ich mir bis jetzt vor. Und auf der anderen Seite irgendwie eine Wohnwand. So, hier eine schöne Wohnwand mit einem Fernseher, wo ich dann mich auch vorsetzen könnte und meine Videos aufnehmen könnte. Und hier, die Wand kann schwarz werden mit meinem Logo, zum Beispiel als Neon-Sign. Ah, so ey, wie geil Ideen. Wäre das denn? Ja, oder? Was? Da, findest du es geil? Das und eine Couch. Digga, eine Couch hier. Fühle ich übertrieben. Ja, Digga, lass es so machen. Wir machen weiter mit Jonas. Zeig mal, was du am Start hast. So, muss ehrlich sagen. Also hier ist Jonas Zim. Spaß, Spaß. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt reinmache, weil dieses Zimmer ist riesig. Ich meine, Digga, wie ich das? Ich hatte das einfach gar nicht mehr so groß in Erinnerung. Das ist echt groß. Was willst du mal hier? Was willst du mit dem Platz? Ich freue mich, tausche ich. Schicksal schon. Komm, Laura, den Schreibtisch packe ich da. Und dann möchtest du auch so ein L oder was möchtest du machen? Nee, ich glaube, ich würde so einen Schreibtisch in der Bühne vielleicht noch einen Schreibtisch da hinbauen. Ja? Vielleicht so 2 Meter breit. Mit deinem schönen Pro-Display hin. Pro-Display, die Studio-Monitore. Ja, Digga, übel geil. Und dann hier auf der anderen Seite so eine Wohnwand. Ja, genau, eine Wohnwand, die dann auch in die Ecke geht. Digga, wie so ein Eck. Fühl ich. Und dann irgendwie noch so eine Sitzgelegenheit davor.
Mhm. Dass man da auch mal so sitzen kann und so, genau, sich zu filmen, wenn man so ein Handy in der Hand hat zum Beispiel. Genau, so diese und typischen Cinematografie. Genau, und wenn, Jonas, mit Wohnatlas, und wenn Jonas mal zwischendrin eine Runde baden will, dann hat er auch eine Badewanne. Alright, dann lass uns weitermachen. Komm mit, mein Zimmer. In dein Reich. Ich habe ja ganz viele Ideen, aber ich weiß jetzt nicht 100%, welche ich nehmen soll, aber einen ganz groben Überblick über das Zimmer. Hier will ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch machen, weil die Ecke ist ein bisschen dunkler und dann ist für Color Grading und so kann man den Monitor viel, viel besser sehen. Außerdem hat man dann das ganze Licht für die ganzen Stellen, an denen man richtig viel drehen will. Ich will vielleicht auch mal in die Richtung ein bisschen drehen, so wenn ich auf dem Schreibtisch sitze. Aber das Wichtigste ist, dass ich wahrscheinlich aufgrund von Popular Request hier die Wand aus meinem alten Wohnzimmer aufbauen werde. Wir blenden mal kurz ein Bild ein, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht. Ich würde sagen, das würde ziemlich cool passen. Ja, das Ding ist nämlich, es haben ganz viele Leute geschrieben, dass mein Homeoffice-Setup ihnen besser gefällt als mein altes Studio. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn ihr das so wollt, dann nehme ich aus meinem Wohnzimmer einfach die Wand raus und packe die mal hier hin. Dann nehmen wir noch eine kleine Couch, hier eine kleine Fernsehecke und dann natürlich Traverse an der Decke, weil ich endlich wieder Unboxings mit Top-Down-Perspektive filme. Und wenn ich hier die Wand aufbauen würde und hier so einen Tisch hätte, dann könnte ich das endlich wieder machen. Digga, das ist ja mega geil. Da bin ich richtig hyped. Feier ich. Aber wir haben ja nicht nur die einzelnen Zimmer, sondern auch diesen Riesenraum hier. Was könnten wir denn hier alles machen? Auf jeden Fall kommt hier die Küche hin. Das steht schon mal fest. Ich habe eine verrückte Idee. Schon mal, wir haben hier eine ganz lange Wand, ja, wo wir theoretisch so eine Multimedia-Wand aufbauen würden. Könnten. Was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach, wie man normalerweise für Monitore auf dem Schreibtisch ein Dual-Monitor-Setup macht, einfach ein Dual-Fernseher? Spaß. Finde ich eine ganz schlechte Idee. Oder warte, wir machen das so wie beim Mediamarkt. Wir stellen einfach ganz viele Fernseher so übereinander. Ganz viele verschiedene Größen, je nachdem, was wir. Eine Sache, die mir aber auf jeden Fall wichtig ist, dass wir irgendwo hier in diesem Küchenbereich dann einen großen Esstisch haben, wo wir einerseits auch mit die Kochstreams dann machen können, so wenn wir mal im Stream was Leak? Machen. Leak? War das gerade ein Leak schon wieder? Das ist eine Idee, die wir haben. Nur eine Idee. Maybe. Aber ich würde es auch geil finden, wenn wir halt so einen zentralen Tisch hätten, wo sich alle immer mal wieder treffen, um so ein bisschen zu schneiden, mega, ein bisschen zu quatschen über die Sachen, die gerade los sind, wenn wir eine gemeinsame Besprechung haben für ein Projekt, was wir umgehen wollen. Dass wir einfach einen Tisch haben, wo wir das machen können. Und ich fände es richtig dope, wenn der Tisch integrierte Steckdosen hätte. Dass man nicht so fummeln muss mit Mehrfachsteckdose, sondern hier ankommt, sein MacBook hinpackt, sein MacBook-Netzteil reinkommt und dann kann man hier auch mal für ein paar Stunden chillen und hier schneiden. Ich meine, da wäre hier ja eigentlich optimal, weil wir haben hier auch eine Steckdose, die man dann unter den Tisch führen könnte. Ja, perfekt. Oder ein bisschen mit dem Platz anschauen. Wir müssen mal schauen, wie wir es mit dem Platz von der Küche machen. Vielleicht ist ja auch hier optimal, wenn wir hier unter diese Lampe dann quasi einen Esstisch machen. Aber die Möglichkeiten sind ziemlich unbegrenzt, vor allem weil dieser Raum halt einfach auch so riesig ist. Das war aber noch lange nicht alles von dem Video, denn wir wollen morgen hier schon mal anfangen, alles einzuräumen. Das heißt, es geht für euch gleich weiter. Wir fangen an, das Studio richtig einzuräumen. Also ich denke, das wird nochmal spannend, wo wir alles hinstellen und wie das Ganze wird. Seid ihr pumped? Ja, ich weiß nicht, wie viel wir morgen schon schaffen werden, aber ich hab Bock drauf. Ich auch. Es fehlt einfach noch richtig viel, ne? Ja, alles fehlt noch. Wir müssen uns nicht so nur viele, bisschen, sondern wir müssen uns so viele Gedanken machen. Ich habe halt im Grunde genommen nur einen Schreibtisch für hier. Perfekt. Bis morgen. So, Umzug startet. Tag 2. Let's go! Wir haben jetzt die letzten Stunden damit verbracht, alle Sachen hier hochzuräumen und wir wollen jetzt mal durch die einzelnen Zimmer durchgehen und mal gucken, was schon in den Zimmern so drin ist. Fangen wir bei deinem an? Ne, wir fangen bei Jonas seinem Zimmer an. Okay, komm, fangen wir bei mir an. Zeig uns mal dein Reich. Genau, das sind alle Sachen, die ich in meinem Auto mitgebracht habe. Dementsprechend hält es sich noch in Grenzen. Also wirklich so, nicht viel, ja? Also was in den Volvo V60 reinpasst. Nicht viel. Okay. Genau. Und jetzt gucken wir mal, was in den Ford Transit reinpasst. Ne? Also bei dir. Ein bisschen mehr. Ah, also hier ist schon ein bisschen Eskalation. Man sieht noch gar nicht, wo das alles hin soll. Ich weiß es ehrlich gesagt selber auch noch nicht so genau. Aber irgendwo soll es bestimmt hin. Und das werde ich jetzt mal hier versuchen, in den nächsten Tagen aufzubauen.
Perfekt. Wollen wir mal bei mir gucken? Ja, komm. Wie viel Platz war im Koleos? Wie viel geht im Koleos rein? Man muss schon sagen, nicht allzu wenig. Also als SUV würde man ja denken, dass mehr reingeht als in den V60. Ja, auf jeden Fall. Alter. Perfekt. ja, mehr habe ich noch nicht mitgenommen. Ich habe erstmal den anderen beiden so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und die nächsten Tage geht es dann bei mir. Wir holen beide Zeuge auch noch. Wir holen es auch noch. Okay. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ihr könnt hier einfach mal das Tesla-Fotografieren-Video abchecken. Da sind nämlich Felix, Jonas und ich in Norwegen rumgefahren und haben einen Tesla fotografiert. Und die Bilder kommen auch hier an die Wand. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war uns wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.